So, weiter geht's. Wo muss ich denn hin? Wir müssen irgendwie nach oben, ne? Wahrscheinlich hier lang. Das heißt, wir müssen hier aus dem Dorf raus, wo wir reingekommen sind. Weiter nach hier. Dann irgendwie nach hier. Und dann irgendwie hier hoch. Hoffe ich. Ah, doch, sieht gut aus. Ich mag's, dass Tressa immer Geld findet. Das ist sehr angenehm. Ah, ich bin hier falsch. Ich muss direkt nach hier. Oder? Hier geht's gar nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ey, hier, guck mal. Die ist cool. Mit der kann man was anfangen. I'm ready. Was? No! No! Ich bin Level 40. Wie kann das Ding immer noch abhauen? Ah. Übelst nicht cool. Dafür schieße ich erstmal alles weg, Mann. Gott, ich hätte jetzt einfach großartig, okay? Hätte klappen können ohne Ende. Stattdessen wurde es furchtbar. So. Ich muss schon... Ah, nee, ich muss nach oben. Okay, da oben und dann da rum. Okay. Dann wollen wir mal. Ich glaube halt echt, mit dem Dieb anzufangen, ist eine richtig gute Entscheidung. Alternativ mit jedem anderen Charakter als mit dem Schwerttypen. Weil der ist halt echt richtig, richtig nutzlos. Das hätte man mir halt echt mal so sagen müssen, bevor ich den genommen habe. Weil du kannst den halt für nichts benutzen. Der kann ja nichts. Der ist ja nur zum Angreifen da. Und ich dachte, das wäre bestimmt voll geil praktisch. Aber nein. Nein, einfach nur. Halt startet mit jedem Charakter, aber nicht mit dem Schwert, Dude. Oh mein Gott. Weißt du, I don't care. Los geht's. Verwirrender Anmut. Hau raus, Schwester. Was geht? So, das war relativ unspannend. Du verteidigst dich mal, sonst ist der Kampf gleich wieder zu Ende. Du machst auch nichts. I think not. So, außerdem bist du gerade mal dabei, die BPs an sie zu spenden, damit wir jetzt doch hier mal richtig tanzen können. Und dann... Oh. Victory shall be mine. Du verteidigst dich. Du verteidigst dich. Und du machst jetzt deinen Tanz. Ach, guck mal, Erfahrung mal 2 ist doch ganz okay. Das ist nutzlos und ja, das war... Bringt uns halt jetzt nicht so wirklich was, aber was soll's. Habe ich vor, die nächsten Tage noch einen Kingdom Hearts Stream zu machen, lese ich gerade. Yes! Es kommt, kommt. Ich war jetzt die letzten Tage leider ein bisschen am Kränkeln. Ich hatte so Post-Gamescom-Krankheit, obwohl ich nicht da war. Ich hatte einfach übelst die Kopfschmerzen die ganze Zeit. Und das ist jetzt so das erste Mal in 3 Tagen, dass ich nicht mit Schmerzen in der Ecke liege. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Daher, erwartet jetzt wieder ein bisschen mehr Content, bis es mir wieder kacke geht. So, mein Freund, Therion. Der berühmte Schatz des Hauses Ravus, was? Oha, los geht's. Sein Name ist Therion und er ist ein Dieb. Er ist ein einsamer Wolf, rau und schroff wie die Felsen des Klippenlandes. Er wandert von Stadt zu Stadt und hat nur noch Felsfall erreicht. Er arbeitet allein, aber das war nicht immer so. Kaum jemand kennt seine Vergangenheit oder sein Gesicht, aber man erzählt sich überall von seinen Taten.
Eines Abends sitzt er einsam bei seinem Getränk. Da hört er Gerüchte von einem gar zu verlockenden Ziel. Ein Schatz, der unmöglich zu stehlen sein soll. So bricht er auf, um die Sicherheit des großen Hauses Ravus auf die Probe zu stellen. Auf seinem Wege braucht er echte Verbündete, die er mit ins Gefängnis nehmen kann, sollte dieser Diebstahl fehlschlagen. Yes, finde ich gut, bin ich mit dabei. Los geht's. So, Tyrion, kicken Tressa wieder raus. Los geht's. Warte, eigentlich hätten wir auch Dings rauskicken können. Primrose, weil die ist leider auch mega useless. Na, was soll's. Können wir gleich noch auswechseln. The usual. As you like it. I heard that thief's at it again. Really? What's he done this time? Lifted everything off a merchant, leaving the goldsmithy. Guess he didn't get his fill at that fancy manor the other day. Still can't believe he made it past all those guards. I'm sure the more the better for him. They were more like decorations than actual guards. Ain't no point swooning over someone else's work. Someday we'll make it as big as that thief, and then we'll be the talk of the town. Yeah, you said it, partner. Partners in crime, huh? Es war vor 10 Jahren. Unsere Wege kreuzten sich in einem besonders schäbigen Kerker. Ich erinnere mich noch gut an diese Begegnung. Schließlich hatte sie große Folgen für meine Karriere. Oi! And? Nicht mal ein Bitte? Na. Mit dieser Einstellung wirst du es hier nicht lange aushalten, du Schnösel. Du scheinst ja gut damit klarzukommen. Frecher Bengel. Dann wirst du deine Manieren eben auf die harte Tour lernen. Genau wie die anderen. Hey. Sind die nicht Kinder? Warum klingen die einfach wie die ältesten Männer, Mann? Oh Mann. Wie ich sehe, bist du genauso herzlich begrüßt worden wie ich. Und wer bist du? Ein nichtsnutziger kleiner Fisch, der frischer Tat ertappt wurde. Genau wie du. Oh, really? Genau wie ich, hä? Huh? Naja, du siehst schlimmer aus. Gewöhn dich an meine hässliche Visage, denn in nächster Zeit werde ich bestimmt nicht schöner. Die Wachen glauben, sie könnten uns mit schlechten Argumenten ändern. Schlangenargumenten, ach, was auch immer. Und sie nehmen hier alle hart ran. Uns kleine Fische am meisten. Kann ich mir vorstellen. Also, bist du bereit, ein braver Junge?
Also bist du bereit, ein braver Junge und nett zu den Wachen zu sein? Bist du es? Nö. Nö. Und ich habe nicht vor zu warten, bis sie mich bekehrt haben. Hier, ich habe eine Nadel, um das Türschloss zu knacken. Hey. Hey. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Hier. Probier's doch mal damit. Der Schlüssel? Wo hast du den denn her? Ich habe ihn mir gekrallt, als der Wachmann vorhin einen Wutanfall hatte. Na, sieh mal einer an. Dann lass uns von hier abhauen. Ich heiße übrigens Darius, Kumpel. Therion. Partner. Also Therion, wir sind beide jetzt Gaunerfreunde. Ah, sweet memories. Fill it up. Here you go. Beg pardon, would you happen to be after them, Ravus's treasure? If you are, I suggest you think again. Heard another would-be fortune hunter was tossed in the dungeons yesterday. So what's the count now? A score? Maybe more? But House Ravus ain't known to be kind to those who covet their wealth. Still, poor thieves can't help but flock to that manor like moths to a flame. Suppose it's all those rumors of their riches that keep them coming. Some say it's enough to buy up the whole town and then some. Just one town? What about the neighbors? Can't say for sure. No one's ever seen the treasure. Even that master thief they keep talking about would have more than his hands full. A perfect tale for the tavern. Look, when you've been in the business long enough, you can tell things at a glance. You're a smart and skilled young man. Probably have a long career ahead of you. That's why I'll say it once more. Stay away from that manor. Thanks for the advice. Next time, I'll have a tale of my own to tell. Man sagt, das Haus Ravus liege auf dem Gipfel des Berges, wo nur die Reichsten der Reichen siedeln. Okay, dann gehen wir da mal hin. Let's see. Ich mag die Umgebung hier ziemlich gerne. Die ist ein bisschen sehr hübsch eigentlich. Sind wir richtig? Ja. Okay, dann geht's weiter nach oben anscheinend. Da ist eine dieser weirden Truhen. Warte, so eine will ich aufmachen. Ich will wissen, wie das funktioniert. Wenn ich ihn jetzt schon mal mit dabei habe, müssen wir das auch ausnutzen. Ach, es geht doch einfach nur mit ihm. Okay, cool. Oha! What do we have here? So viele Wachleute auf einmal habe ich zuletzt im Kittchen gesehen. All right.
Posten wechseln? Oi! Du dort! Yes. Ja, Herr. Listen up. Schlurf nicht so rum. Geh entschlossenen Schrittes. Ja, Herr. Wir werden hier bestens bezahlt. Legt mir Stolz an den Tag. Well, I'll be damned. Fast wie eine Armee. Was ist das für ein Ort? Grrr. Sogar Wachhunde haben sie. Das ganze Gelände ist mit Stolperschnüren gesichert. Und zu versuchen, über die Mauer zu klettern, scheint mehr Aufwand als mir Nutzen bei... Eine falsche Bewegung und die Schnüre lösen Alarm aus. Huh? Ah, was ist denn da los? Listen. Welchen Teil von kein Zutritt hast du nicht verstanden? Exactly. Das Haus Ravus empfängt keine Besucher. Es dauert auch nicht lange, wirklich. Ich bin nur ein Händler, der... Yeah. Ein Händler, sagst du? Beweise es. Was soll ich beweisen? Ich bin hergekommen, um der Dame des Hauses einige Gewänder vorzuführen. Und das sollen wir dir einfach so glauben? Wenn du keinen Beweis dafür hast, kannst du dich wieder davon machen. Aber ich... Na gut, dann gehe ich eben wieder. Hätte nie gedacht, dass der Vordereingang der leichteste Weg hinein ist. Zeit, einen Beweis zu besorgen. Oha! Was passiert, wenn wir da einfach so hinlaufen? Das ist wohl nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Never. Ah. Never. Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Dudes beklauen. Richtig? What do we have here? Na, wenn das mal nicht unser Händlerfreund ist. No. Das ist ein Skandal. Vom Haus Ravus hätte ich mehr erwartet. Ah, yes. Am Tor abgewiesen? Woher wisst ihr das? Das geht allen so. Gerüchten zufolge hüten sie im Inneren einen riesigen Schatz. Aber ich habe es doch gar nicht auf ihren Schatz abgesehen. Ich wollte der Dame des Hauses lediglich meine Ware zeigen. Dann sollte ich beweisen, ein Händler zu sein. Right. In der Tat. Ihr braucht ein Empfangsschreiben, um hereinzugelangen. Was für ein Schreiben? Das Haus Ravus macht nur mit den renommiertesten aller Händler Geschäfte. Und wie bekomme ich ein solches Schreiben? Das verdient man sich nicht über Nacht. Ihr müsst euch in der Stadt erstmal einen Namen machen. Ihr müsst beweisen, ein verlässlicher Handelspartner zu sein. Dann und nur dann erhaltet ihr dieses Schreiben. Das bedeutet, dass man die Besitzer eines solchen Schreibens an einer Hand abzählen kann. Tja, es klingt nach schrecklich viel Arbeit. Seid ihr sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Zumindest kann ich mir eine vorstellen. I'll do what thieves do best.
So. Dann klauen wir mal. Oh, können wir alle beklauen? Nee. Können wir dich beklauen? Das ist ja niedlich. Oh, shit. Tja, was nehmen wir denn da mal? Kann wir nehmen den Feuerstein. Aber wir nehmen einfach alles. Ja, na dann. Don't mind if I do. So, okay. Freie Wahl der Sachen und keiner merkt es. Ach du Kacke. Bestimmt bin ich ein toller Anblick, aber hört sofort auf mir zu folgen, ja? Du hast es also bemerkt. Für Diebe verhaltet ihr euch nicht gerade unauffällig. Du bist wachsamer als die meisten, mein Freund. Genau wie wir. Wir wissen, dass du wegen des Ravus-Schatzes hier bist. Wenn die Armee dort nur ein kleiner Hinweis auf den Wert des Schatzes ist, dann lohnt es sich. Auf jeden Fall. Und ihr habt diesen Schatz tatsächlich schon gesehen? Das brauchen wir nicht. Sieh doch nur, was sie alles treiben, um ihn zu sichern. Wachleute, Hunde, Fallen, egal was, sie haben es. Und ihr seid nur hergekommen, um mich zu warnen? Wie aufmerksam von euch. Hör zu, wir wollen dir einen Vorschlag machen. No thanks. Und meine Antwort lautet nein. Listen. Lass uns doch erstmal ausreden, Kumpel. Wir können uns gegenseitig behilflich sein. Yeah. Mein Freund hier war schon drin. Er hat ihre Fallen aus unmittelbarer Nähe gesehen. Teufel, auch beinahe wäre in eine reinspaziert. Sei still. Du hast gesagt, du würdest das niemandem erzählen. Egal. Alles ist gut gegangen. Und wir sind jetzt hier. Also, was sagst du? Es wird nicht leicht sein, den ganzen Schatz allein rauszutragen. Wir wollen deine helfende Hand sein. Nope. Ich hab schon zwei Hände. Das reicht mir. Damn you. Denkst du also, du wärst was Besseres als wir? Ich bin ein Dieb, kein Kindermädchen. Say again? Du bist ein mieser Schuft, sonst nichts. Are we done here? Pass auf. Ich habe keine Zeit, euch Hofnarren zu unterhalten. Ich hab Termine. Hey. Du gehst nirgendwo hin. Oh. Bye now. Geht mir aus den Augen. Yikes. Alles klar bei dir, Kumpel? Sag was. Kumpel? Oi. Diebe! Let none escape! Ihr entkommt uns nicht. Das glaubt auch nur ihr. Partner. Darius, hier entlang. Verstanden. Person. Verdammt, wir haben sie verloren. Find them. Sie können nicht weit gekommen sein. Sucht weiter. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Mhm. Das lief besser als erwartet. Ich wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Was haben sie davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln? Wir sind vielleicht keine Fische, aber wir sind schlauer, als sie es jemals sein werden. Da
Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann uns keiner aufhalten. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Ja, ein ganz schöner Fang. Etwas mehr Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Das gehört jetzt alles uns. Tja. Wir wussten, was wir wollten und haben es uns eigenhändig genommen. Partner. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegen alle Schätze der Welt zu Füßen. Partner. Wie du meinst, Freund. Das freut. Das tue ich. Glaub mir, wir werden die besten Teeblätter züchten, die die Welt je gesehen hat. Und damit meine ich Gras. 420 blaze it, Bruder. Darius. Keine Zeit für Gefühlsduseleien. Ich muss an ein solches Schreiben kommen. Gut, dann stehlen wir mal weiter. Ey, das macht so viel Sinn, mit dem Dude hier anzufangen, wenn du den ganzen Kram einfach so mitnehmen kannst, weil das eine echt... Es ist super easy einfach und du hast einfach mega das Starterpaket hier. Das ist einfach... Holy shit, Mann. Ey, das ist ja unfassbar. Hätte ich mal als der Dieb angefangen, Mann. Oh mein Gott, das ist total gut. Ja, das kann ich mir von dir holen. Nicht, dass ich es brauche, aber... Hey, Waffen einfach. Bei euch geht nichts mehr. Du siehst einfach aus wie die Devil May Cry 5 Frau in Pixel. Das finde ich fast ein bisschen charming eigentlich. So, einmal nach unten. Schauen wir mal, was wir da noch alles mitnehmen können. Ey, das tut mir fast ein bisschen im Herzen weh, dass ich die ganzen Leute so ausraube, aber es ist so... Damn, girl. Halt. Oh mein Gott. Wenn du erstmal so lange im Geschäft bist wie ich, wird sich der Ravus-Clan um deinen Besuch reißen. Alles eine Sache der Erfahrung. Time to get to work. Mein Glück, dass du keine Erfahrung darin hast, dich in Bescheidenheit zu üben. So, dann wollen wir mal erstmal gucken, was du so hast. Ach, dich habe ich schon beklaut. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Oh mein Gott. Now then. Damit sollte ich hineinkommen. Dann werde ich mich mal an das Anwesen schleichen. Was? Ihr seid auf Zusammenarbeit erpicht? Ihr? Mit mir? Hier ist das Haus Ravus. Seid nur still und lauft nicht im Weg herum, ja? Was? Er fuckt sich erst mega mit den beiden Dudes ab, die da schon mal drin waren und offensichtlich Diebeserfahrung haben und sagt so, redet mit der fucking Hand, pisst weg, aber uns sagt er nur einmal, okay, kommt halt mit. What? Aber okay, passt schon. Ist mir egal, einfach. Kinder, es geht so nicht. Da vorne sind zwei Wachen.
Wenn ich sie täuschen kann, bin ich drin. Zeit, den Händler zu geben. Verzeihung, meine Herren. Ich möchte die Familie Ravus treffen. Würdet ihr bitte meine Ankunft melden? Hoi. Nein. Heute empfangen sie niemanden, also geh nach Hause. Das ist wohl kaum eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen. Vielleicht sollte ich es noch einmal anders versuchen. My sincerest apologies. Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du, ein Händler? Dass ich nicht lache. Man sollte niemand nach seinem Äußeren beurteilen. Tatsächlich war es sogar die Familie Ravus, die mich herbestellt hat. Ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgewiesen wurde. Bestellt? Du? Glaubst du wirklich, dass wir diesen Quatsch abnehmen? Wenn wir nur ein Blatt für jeden Dieb bekommen würden, der uns ein Märchen auftischt, wären wir ebenso reich wie die Familie Ravus. Aber das ist nicht der Fall. Sind wir hier, um ihre Reichtümer... Da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer vor Schwindlern wie dir zu schützen. Ups. Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase herumführen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wirst, solltest du an dein Schreiben denken. Oho. Ah, richtig. Ihr meintet dieses Schreiben? What the? Hey. Wie bist du denn da rangekommen? Das muss eine Fälschung sein. Desperate times. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, kann ich wohl nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt gehen, aber ich werde die Familie Ravus darüber informieren, was hier vorgefallen ist. Ich bin gespannt, wie sie auf diese Schädigung meines Rufes reagieren würden. Hold on. Wartet, Herr. Wir tun doch nur unsere Arbeit. Ja. Ihr dürft hier rein. You have my gratitude. Vielen Dank, meine Herren. Warum nicht gleich so? Now then. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Ich schleiche mich einfach durch dieses Fenster hinein. Oha, ist das jetzt der Dungeon? Anscheinend schon, wir tragen unsere Dungeon-Lampe mit uns herum. Das wird ja aufregend. Ich glaube, ich möchte kurz mal speichern. Einfach mal, weil es geht. Weil ich Angst habe, dass gleich irgendwas Weirdes passiert. Vielleicht ist es hier. Nope. Vielleicht ist es hier. Nope. Vielleicht ist... Ah, da ist ein Schatz. Let us fight with honor. Was zur Hölle? Victory shall be mine. Ah, da. Nur auf Max Boost Stufe nutzbar. Na gut, dann wird das hier. Death by a thousand cuts. I am ready. Knighthood, bring your shade. So. An interesting dialogue. Und los geht's. Oh, flames, rage, wrong. Flup.
Ach, du kannst mit dem Schwert kämpfen. Das ist natürlich sehr praktisch. So. Dann, Olberic, mein Freund, hauen sie mal drauf. Der war voll stark. Holy shit. Einfach mal 4 Level steigen. Kann man mal machen. Nice. So, anscheinend müssen wir hier rein. Das sieht vielversprechend aus. Hier ist... warte, hier geht's noch weiter. Oha! Aber hier ist auch nichts. Aber hier ist was. So. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch mal einfach alles mit, was hier so rumsteht. Muss sich ja auch lohnen. Let us fight with honor. Okay, kommen wir mal rauf. Wir haben keine Zeit für die Kämpfe. Na ja, los geht's. Und wir mussten nach unten. Und anscheinend gab es 4 von den Schätzen und 3 sind schon weg. Das lief natürlich sehr gut, muss ich sagen. Oh, wie schön, dass hier einer rumsteht und einfach nicht meldet, dass wir hier sind. Wenn ihr was braucht... Nö, eigentlich nicht. Wohl ein paar hiervon. Das war's. Los geht's. So, this is the amazing treasure everyone is talking about. It looks like an ordinary gemstone to me. Can't imagine it's worth all that much. The jewel before you is worth more than your mind could hope to fathom. Your inability to discern as much is disconcerting, to say the least. Who the hell are you? Not just anyone can sneak up on me like that. I should be the one asking you that question. Not just anyone could have made it this far into the manor, after all. You won't get answers by stroking my ego. I meant it as nothing but genuine praise. Allow me to congratulate you on being the first thief to make it here. You say it as if you wanted this to happen. Just so. We tightened security for that very purpose. We figured no thief worth his salt would be able to turn down such a challenge. Go on. To this end, we even asked the barkeep for help. His job? Find promising thieves and spin tales about this manor. In other words, you tricked thieves into trying to rob this place. Think of it more as appealing to their inner nature. The great treasure of Ravus Manor, guarded by a veritable army. What thief could pass up such glory, such riches? We had such high hopes, but were constantly met with disappointment. But finally, one has proven himself worthy. I should have seen this coming. And yet you did not. And I find myself most grateful for your lack of foresight. So what's your angle? I need not explain that to you.
Allow me to introduce myself. My name is Heathcote. I am a butler in the service of House Ravus. You expect me to believe an ordinary butler snuck up on me? Anyway, who you are won't matter once I'm out of here. Now, if you'll excuse me. I assure you, you won't be going anywhere anytime soon. What? Let's get this over with. Ich mag's, wie der kleine Butler plötzlich einfach ungefähr 4 Meter groß geworden ist. Halt, die Story ist mal cool. Das finde ich legit echt nice, was sie da gemacht haben. Wir rufen einfach mal den wappentragenden Rüpel. Oh mein Gott. Oh nein, wir verteidigen uns nochmal kurz. Wir brauchen alle EP, die wir kriegen können. What's yours and mine? Schade. How about you? Aber wir können jetzt auch im Kampf stehlen, ne? Das habe ich ganz vergessen. Ah, oh, voll gut. Muss nur aufpassen, dass Furion jetzt einfach drauf geht. An interesting dilemma. Du verteidigst dich nochmal. Ansonsten killst du nämlich gleich einfach alle auf einmal und das wäre ein bisschen doof. So. Ach shit, du killst jetzt eh alle, also von daher. Flup. Das war's, ich dachte, er hat irgendwas Cooles. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, aber was soll's. I'm ready. Na gut, na gut. Nee, warte, wir machen das hier. Wir mähen ihn gerade mal ein bisschen runter. Außerdem kill ich mal den Dude hier, weil er mich echt nervt. So. Und dann haben wir mit ihm nochmal drauf. Oder hast du noch was? Bereits bestohlen. Das ist ein scheiß Apfel, Alter. I'm ready. So, Freundin. Hauen Sie ihn weg. So, Kumpel. Ach, ich habe nur 2. Ja, doof. Egal. So, Kumpel. Hauen Sie raus. Geht doch. Warum nicht gleich so? Oh, nice. So, you can hold your own in battle as well. It seems I underestimated you. That makes 2 of us. Was that a part of your butler training? I see you still have some reservations about my true profession. Though I'm sure my victory here lends my words no credit. Your victory? What in the... Any thief worth his salt should recognize that band. The mark of a convict. The fool's bangle, as some call it. Undeniable proof of a thief's humiliating blunder. Get this off of me! I do not take my orders from you. I've attached it to your arm for a reason. If anyone is to see it, they shall know of your failure here today. Why, you?
However, I imagine your pride will not permit you to be seen with it. And that makes it perfect leverage for negotiations. Negotiations? You may have broken into my home, but for now, I will overlook your transgressions. Oh, great. More company. Pardon my belated introduction. My name is Cordelia Ravis, and I am the lady of the house. Regards to your decorator. They sure have a way with traps. Allow me to explain. The treasure you are after is a family heirloom known as the Dragonstones. You don't say. The Dragonstones have been in my family for generations. Wait, Dragonstones? I see one. Yes, once there were more. But the stones were stolen during the chaos following my parents' passing. Fortunately, Heathcote was able to recover the Sapphire Stone. What touching devotion. Is this the part where I move to tears? Perhaps, once you understand your place in this story. If you collect the three remaining stones, we shall remove the band from your arm. So, this was your plan all along. Yes, but please understand, I had no choice. Well, aren't you too clever? Setting a thief to catch a thief. Don't thieves often say, the ensnared has only himself to blame? Yeah, they do. For a butler, you sure know a lot about thieves, old man. I dare not bore you with my story when there are more pressing matters at hand. Will you undertake Miss Ravis's mission, young thief, if you refuse? I'll do the job. Excellent. Then I pray your journey will be a successful one. Oh, you're back. With a tale to tell, too. I'll trade it for a drink. Afraid I don't deal in that currency. Listen, I just came from Ravis Manor. Had a lovely chat with a fellow named Heathcote. Maybe you know him? I did warn you not to go there. So, was it everything you expected it to be? All that and more, and now I'm awfully thirsty. I might need two drinks to get this bad taste out of my mouth. Coming right up. Okay, das war eine coole Story einfach. Die war ja, ziemlich nice, muss ich sagen. Jetzt habe ich es endlich geschafft, die ersten Kapitel aller Charaktere zu beenden. Dann kann ich ja jetzt schnurstracks in die Kapitel 2 aller Charaktere eintauchen und das, glaube ich, auch alles in einem Rutsch schaffen. Und dann haben wir die Hälfte durch. Das ist doch schon mal ein Ausblick, mit dem man arbeiten kann. Daher mache ich mich jetzt auch vom Acker, weil es ist voll spät und ich bin voll müde und ich bin jetzt der Meinung, ich sollte gehen. Daher danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.